Hallo Leute, schön, dass ihr hier seid bei Minecraft. Ich glaube, Folge 40 mittlerweile. Auch schon krank. 40 Folgen und noch nichts erreicht in dem ganzen Spiel. Gut, ich habe offline eigentlich sehr, sehr viel getan. Extrem viel, muss ich sagen. Werdet ihr euch selbst wundern, wie viel ich getan habe. Eigentlich meistens Sachen habe ich nur vorbereitet. Das Powered Platinum. Brauchen wir für eigentlich nichts. Nur Blödsinn. Hartes Glas können wir dafür verwenden. Okay, egal. Ja. Wie ihr seht, ich habe einen neuen Mod drauf getan. Random Things, glaube ich. Ja, habe ich drauf getan. Ich glaube, den hatten wir in der letzten Folge noch nicht. Dafür coole Sachen hinzu. Wie zum Beispiel hier eine Redstone-Lampe. Die ist auch relativ einfach zu craften. Das ist eine Rainbow-Lampe, glaube ich, da. Gibt es verschiedene Rainbow-Lampe hier. Relativ einfach. Eine Redstone-Lampe, blau und grün. Ja, je nach Signalstärke gibt es eine andere Farbe aus. Zum Beispiel hier haben wir dann grün. Wenn wir den Lever dann einfach mal hier hinsetzen, zum Beispiel. Achso, weil ich hier auf der Druckplatte stehe. Okay. Druckplatte gibt blau. Der Lever gibt. Ja. So, braun, orange, keine Ahnung, orange, ne, braun, glaube ich, hier. Ganz nice, gar nichts. Dann ist zum Beispiel rot, auch, schaut auch geil aus. Dann müsste man natürlich ein bisschen schönere Texturen haben. Kann man das selbst machen. Dann kann man sich da schön eine Anzeige machen, irgendwo, so mit rot, braun, grün oder wie auch immer. So verschiedene Statuse. Beispiel Crafting-Status ist gerade rot, weil er benutzt wird. Und so weiter. Ist das irgendwie grau oder sowas? Da hat man schon. Hier mal testen, was kommt da raus. Blau schaut auch geil aus. Gefällt mir voll. Gut, das wollte ich mal zeigen. Dann haben wir Thermal Expansion. Da gibt es jetzt die Maschinen. Also, standardmäßig war ja früher so, dass man die Maschinen verschiedene Typen craften konnte. Jetzt gibt es nur noch zum Beispiel einen Induction Smelter und das ist die Basic-Version. Und den kann man dann upgraden mittels Upgrades und das sind dann Expansion hier, zum Beispiel mit denen. Da fängt man an, zum Beispiel mit den oder Quest oder ja, kreativ haben wir natürlich nicht. Das heißt, die baut man sich die Module und macht einfach Rechtsklick drauf. Dann erhält man hier verschiedene farbige Umrandungen, je nachdem welche man baut. Ich habe jetzt hier den Rayforce gebaut. Und man darf auch die Speed-Upgrades nehmen. Und fertig. Und dann hat man natürlich wie gewohnt hier drin die ganzen Slots. Je nachdem welchen man baut, desto mehr Slots kriegt man ja dazu. Das ist gleich geblieben. Kann man die verschiedensten Argumente reintun. Da gibt es auch ein paar neue. Das werden wir uns alles noch ansehen. Sogar bald mal, weil da habe ich schon etwas geplant. Weil wir ein bisschen Redstone-Mangel haben, habe ich etwas geplant, dass wir mehr Redstone kreieren. Gut, dann habe ich einige Rezepte vorbereitet. Bin ich gerade überlegen, nee, das machen wir später mit den Rezepten. Das habe ich gezeigt. Fertilized Dirt, genau. Das ist ein Dirt, auch von Random Fix. Also ganz normales, Erde. Die hat aber schon Bodenmehl in. War das? Irgendwas war da so komisch. Egal. Die hat schon Bohnen drin. Das heißt, hier wachsen die Sachen schneller drauf. Wenn man es hier drauf platziert. Kannst auch ganz normal der Hoh bearbeiten. Geht auch. Sieht man nur nicht, aber es geht. Ich weiß gar nicht, ich glaube ein Drittel schneller ist wie auf normalen Dirt wächst hier. Müssen wir mal testen, ob es auch bei Ender Lily Seeds funktionieren würde. So, was habe ich noch gemacht? Wie ihr seht, habe ich hier einen größeren Output mittlerweile. Hat auch einen Grund, weil ich dann auch drauf zurückkomme. Ja, hier habe ich schon ein bisschen Kristall gesammelt, wie weit ich so gefunden habe, während ich ein bisschen gemeint habe. Das habe ich gemacht. Was habe ich noch gemacht? Ja, hier ein bisschen ausgebaut, logischerweise. Hier haben wir unsere Sägenmühlen und so weiter. Hier habe ich noch ein paar Crafter hinzugefügt, indem wir ja die Rezepte machen. Ein Terminal, damit wir hier auch schön leicht zugreifen können drauf. Hier habe ich noch was vorbereitet und zwar für die Soldera. Soldera? Soldera?
Egal. Die Soldera, also für die Sachen zu craften, schon die Craftingrezepte und alles vorbereitet, damit wir das automatisieren können. Grob. Das habe ich gemacht. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich glaube, unten habe ich auch noch was gemacht. Hier ist alles gleich geblieben. Hier den Raum, da habe ich das Glas mal fertig gemacht und so weiter. Und ich habe hier noch einen Raum hinzugefügt. Mit demselben und dann drüben auch noch einen. Das heißt, wir werden hier so drei Spawn-Räume haben. Ob es genügend wird, weiß ich noch nicht. Man sieht auch auf der Karte schon. Sonst können wir immer noch erweitern um eins. Ist ja kein Problem. Geht ja ratzfatz mit dem Drill rausgeruppt und dann Holz reingezogen. Und der Rest ist hier eh gleich geblieben. Hier habe ich noch ein Terminal eingebaut. Genau, und unten habe ich auch noch was geändert. Hier habe ich schon ein paar Drawers hingesetzt, weil einfach die Kiste ist extrem schnell voll gewesen. Wir sehen, wir haben jetzt schon. Oh, den darf man nicht draufklicken. 55 Widder-Skelettköpfe. Ist gar nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, wir müssen das eh umbauen mal irgendwie auf Beheading oder so. Gott, das Kabel, ja. Dann, ja, das habe ich gemacht. Dann habe ich noch etwas Großes gemacht. Und zwar habe ich mit Bienen begonnen. Offline. Und zwar hier sieht man schon Bienen. Zack. Blop. Hier sind wir so im Bienenbereich. Das ist da ungefähr 370 entfernt von unserem Zuhause. Damit, wenn wir hier arbeiten, weil wir nicht andauernd die ganzen Chunks von zu Hause laden und so weiter und auch nicht umgekehrt. Beziehungsweise Bienen. Die haben ja so komische Eigenschaften. Die. Genau, da habe ich schon ein bisschen angefangen. Da machen wir aber ein anderes Mal weiter. Wollte ich nur mal gezeigt haben, weil da bin ich ja bei, gerade verschiedenste Bienen zu züchten. Mal gucken. Soulwave Enderman. Okay, das war dafür. Ja, das war mal der grobe Überblick, was ich so getan hat. Es hat sich. Ah, genau, noch was habe ich gemacht. Und zwar, ich habe hier Solarzellen automatisiert, dass wir bis zur Dreier momentan automatisch Kraft lassen können. Habe ich hier draußen für unsere Baumfarm genutzt, weil wir hier immer zu wenig Strom hatten. Ich glaube, jetzt ist die Kiste voll, deswegen baut da nichts mehr ab. Das war der Kiste aus. Ja. Ist auch schon jede Menge Zeugs drin, das müssen wir auch mal wegreißen hier und umbauen. Ordentlich bauen. Das ist immer so komisch, das ist eigentlich meines Erachtens nach, das wäre verstopft, viel zu wenig Zeit, um alles zu machen. Natürlich, man könnte jetzt einfach die Videos dementsprechend um einiges länger halten, aber das bringt halt wieder andere Probleme mit sich. Weil, wenn man Videos länger macht, dann muss man auch länger Zeit dafür haben und auch länger hochladen, wobei das Hochladen ja keinerlei Problem bei mir ist. Mit 50 Mbit ab geht das ja relativ ratzfatz. Also im Durchschnitt hat so ein Video 3 GB, also das ist kein Problem dann, die hochzuladen. Gut, das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Hier war nichts Neues. Nein. Die laufen auf Hochtouren jetzt mittlerweile natürlich, weil wir ja enormen Output haben. Von Down 300. Genau, warum Down 300? Ganz einfach. Ich habe hier unten da so ein Network Transmitter gebaut. Mit einer Netzwerkkarte. Das sieht man schon. Ist 386 Blöcke entfernt und wer hätte es gedacht? Unsere Bienen hier. Zack. Das ist das Gegenteil und jetzt haben wir hier ME. Das ist Wireless ME mit Refined Storage. Gut, haben wir noch ein paar Bienen drin, die was ich so gesammelt habe. Dann, ja, gehen wir mal hier zu den Rezepten dazu. Wir haben hier verschiedensten Sachen. Was ist denn das? Ah, okay. Wir haben hier mal ein Kompaktor. Kompaktor? Okay, wird schon Grund haben, warum ich ihn gebaut habe. Dann haben wir hier ein Magma Crucible. Genau, das sind zwei. Hier haben wir Europhium Dust. Haben wir auch zwei. Dann haben wir hier noch nix. Und hier haben wir ein Combiner. Kompakter, Combiner. Es hat ein bisschen Diamant Dust und Enriched Alloy zusammengefügt. Gut, und das müssen wir noch gucken. Aber dafür brauchen wir eben den Magma Crucible.
Ich stelle jetzt vorerst mal hier drauf. Dann brauchen wir nämlich ein Eimer und Redstone. Und genau das geht nicht. Doch, müsste eigentlich gehen. Weil wenn wir hier gucken, können wir Redstone hier rein tun. Hier aus ein Redstone Eis raus, also brauchen wir 10 Redstone hier rein. Können wir 10 flüssiges Redstone. Nur die Frage, kriegen wir das raus? Sonst müssen wir einen Tank bauen. Nein. Nein, Blood Metal auch nicht. Hä? Hat der Malex Bunch jetzt keinen Tank mehr? Dinkers Konstrukt? Endertank ist klar. Zelle? Die hatten doch immer Tanks. Diese portablen Tanks. Da ist er. Okay, hat aber nicht angezeigt. Da brauchen wir mal das und wir brauchen Glas und das halt mal. Gut, dann können wir das hier oben hinstellen und können sagen, du outputtest nach oben. Zack, dann kommt es hier ran. Dann können wir den nochmal beschleunigen, wenn wir möchten. Dann geht es schneller. Ist er fertig? Ja. Dann können wir hier oben den Eimer rausnehmen. Genau. Und haben sozusagen einen Redstone-Eimer hier. Und wenn wir den hier hin tun, bekommen wir diese Signale blend. Das brauchen wir jetzt natürlich ein bisschen öfters. Deswegen brauchen wir auch mehr Redstone. Was für uns heißt, wir machen jetzt mal so ein bisschen Redstone. 34. Dann wieder beschleunigen. Bisschen schneller. Brauchen halt ein bisschen mehr Redstone, um mehr von diesen Blend zu bekommen. Für was wir das genau brauchen, weiß ich jetzt gerade mal nicht. Aber wir werden definitiv einen Grund finden, warum wir das halt brauchen. Ich weiß ja wohl, was das Ziel ist, nur für das Ziel haben wir gewisse Zwischenschritte. Und da ist halt die Frage, da muss ich gucken, was brauche ich alles für die Zwischenschritte noch? In verschiedenen Maschinen und Module, die ich noch brauche und deswegen sehe ich das dann erst. Weil eigentlich nur schmelzen, genau. Also das könnten wir dann hier gleich in den Ofen reinpacken. Und schmelzen, weil was anderes brauche ich damit nicht machen. Und dann kann ich bestimmt damit was craften, was ich brauche. Und zwar geht es jetzt darum, Redstone mal zu nehmen und Stein oder Cobblestone. Ich glaube Cobblestone war das. Wenn wir dann gleich rausfinden. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal Redstone gucken, können wir Redstone in einer Maschine, wenn wir sie finden natürlich. Nein, nein, nein. Dafür Rezepte gibt es da mit Redstone. Im Combiner. 16 Redstone plus ein Cobblestone ergibt ein Redstone Ore. Das werden wir jetzt bauen. Ein Combiner von Mechanismen. Also das da. Combiner. 16 mal 1. So. Mal gucken, wo wir das automatisieren werden. Da brauche ich ein Räumchen dafür. Habe ich natürlich, weil ich logisch bin, nicht vorbereitet. Hier möchte ich ja Automatisierung haben. Eindeutig wäre das, ja, es wäre nicht direkt Automatisierung. Aber ich möchte es auch nicht unten bauen, weil unten haben wir jetzt andere Sachen. Scheiße. Das ist natürlich jetzt doof. Wird noch ein bisschen größer. Wir brauchen dann noch das, das, das. Na, wobei, so viel brauchen wir gar nicht. Das könnte man, wenn wir schlau sind, bauen wir es einfach in die Wand. Also hier haben wir ja die Dinge automatisiert. Kommen wir da mehr? Hier, dann werden wir es hier reinbauen. So, 3x3 haben wir drin. Bauen wir hier mal ein bisschen Platz. Ich weiß nicht, wie viel Platz wir brauchen werden. Mal noch eins. Sehen wir erst dann. Wir brauchen auf alle Fälle den Combiner. Jetzt machen wir mal hier hin. Der braucht dann eine F. Da kommt dann das und einmal das an. Ne, Bettern kann ich nur vorne erstellen.
Bei, nee, das brauche ich, das werde ich einfach standardmäßig automatisieren, ohne, ja, ohne Dings. Schon nochmal mal anders. Wir brauchen einfach mal Redstone Flux. Wie heißt das jetzt? Send Energy, nee, Flux Network, so heißt das. Flux Network. Wir brauchen das Receive Energy, das hier. Und dafür brauchen wir noch einen Redstone Block. Controller brauche ich nicht, den brauche ich, oder? Receive Energy, genau. Dann brauche ich noch Energy Conduit. Da reichen rein, theoretisch. Das ist halt ja fraglich. Normalerweise dürften die genügen. So viel brauchen wir da nicht. Bucket brauche ich nicht mehr. Brauche ich auch nicht mehr. Was ich noch brauche, ist ein ME Interface. Also ME gibt es ja nicht. Oder nee. Heißt ja wieder anders, das ist ja wie feins Deutsch. Also Interface. Import Bus. Kann man nicht bauen, weil uns das fehlt. Dafür ist alles mögliche. Gut, ja, lassen wir es mal weg. Das können wir mal vorerst mal brauchen sowieso. Die Kiste brauchen wir nicht. Müssen das sowieso irgendwie mal gucken, dass wir das automatisieren. Also, wir müssen oben rein. Das Item Conduit habe ich. Oben einmal das, oben kommt ein gewisses Item rein. Dann unten muss ja auch. Oder kann man das. Können wir das sagen? Wir brauchen oben rot und unten purple. Also wir brauchen zwei. Also das ist so. Dann haben wir hier Insert. Insert. Ja, unten haben wir auch Insert, wenn wir dran kommen. Mal so, wir haben keine Wrench. Insert. Dann sagen wir hier oben rot. Item Convert. Genau, oben rot und purple und Output. Weiß gar nicht. Energy Output. Nochmal alles Output. Außer die zwei. Auto Eject. Auto Output. On. Das können wir auch machen. Okay. Das ist vorne, oder? Ja. Das ist rückwärts. Oben, unten. Links, rechts. Hinten. In Output. Auto-Check, das heißt, er wird. Nee, das tun wir dann so, dass ich selbst. Genau. Dann kommt da rein ja, logischerweise so und so. Hat der jetzt gemacht? Da frisst du Stein, oder was? Achso, nee, der hat ja kriegt ja die Energie hier. Ah, die hat er von meinem Inventar. Okay. Deswegen, dann brauchen wir mal eine Kiste. Eine Chest. Gut, und dann würde ich sagen, mache ich hier mal Cut und wir machen in der nächsten Folge weiter. Also bleibt dran, bleibt gespannt. Bis dahin, tschüss.